Irgendwo in Ostsibirien, in der Nähe des Korjak-Gebirges, wurde ein Meteorit gefunden. Nachdem Forscher ihn untersucht hatten, machten sie eine verblüffende Entdeckung in seinem Inneren. Wie war das möglich? Schauen wir uns an, was sie fanden. Aber Achtung, wir werden gleich wissenschaftlich. Katyrka-Meteorit. Um den unglaublichen Fund zu verstehen, brauchen wir geschichtswissenschaftliche Hintergrundinformationen. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter, sogar während wir hier sprechen. Und es ist eine Wahnsinnsaufgabe, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist natürlich der Grund für unsere Videos, denn wir wollen nicht, dass du etwas von den coolen Sachen da draußen verpasst. Aber bis in die 60er Jahre glaubte man, dass sich alle Materie in der Natur in Mustern formt, widerspruchsfreie, symmetrische Muster, die aus Atomen und Molekülen aufgebaut sind. Kristalle sind perfekte Muster und die meisten natürlichen Substanzen kristallisieren leicht und geordnet. Wenn es sich nicht als Kristall formte, nannte man es einen amorphen Festkörper, also ein formloses Durcheinander. Kristalle waren die einzigen geordneten Strukturen und die meisten natürlichen Elemente kristallisieren unter den richtigen Bedingungen. Manchmal kann man es mit eigenen Augen sehen, wie bei Eis- oder Zuckerkristallen. Tatsächlich kommt das Wort vom griechischen Kristallon, was gefrorener Tropfen bedeutet. Kristalle sind immer symmetrische Muster, in einer gitterartigen Struktur angeordnet, die sich unendlich wiederholt. Wissenschaftler dachten, es sei ein umstößliches Naturgesetz, mit Kristallen ist nicht zu scherzen. Aber hin und wieder tauchte eine Substanz auf, die anders aussah und deren Muster folgte anderen Regeln. Nachdem zum Beispiel die Atombombe Trinity getestet wurde, fand man nach der Explosion Materialstücke, die den Gesetzen der perfekten Kristallisation widersprachen und die sich so geformt hatten, dass sie nicht identifiziert werden konnten. Diese Struktur hatte man noch nie gesehen und sie war namenlos. In diesem Fall ist es schwer, sie überhaupt zu erkennen und die seltsam geformten Materialstücke wurden einfach ignoriert und verstaubten in einer Schublade. Aber die Natur wiederholt sich gerne und es gab immer mehr Fälle, in denen Substanzen die kristallographische Symmetrie verletzten. Sie sahen aus wie Kristalle mit gleichmäßiger Struktur, aber ohne Wiederholungen. Langsam sahen die Forscher genauer hin, zeichneten die Muster auf und beobachteten sie. Nach ein paar Jahren und mit digitaler Hilfe kamen sie dem Phänomen auf die Spur. Einer der Wissenschaftler war Dan Shechtman, der für seine Forschung 2011 den Nobelpreis erhielt. Und wie nennt man etwas, das echt aussieht, aber es eben nicht ist? Genau, ein quasi irgendwas. Also nannte man die unerklärlichen Muster quasi Kristalle und die Benennung öffnete plötzlich die Büchse der Pandora für Entdeckungen auf diesem Gebiet der Kristallographie. Plötzlich wurden in vielen Laboren quasi Kristalle erzeugt oder in wenig untersuchten Materialien gefunden, wie in jener staubigen Schublade mit den Überresten der Trinity-Atombombe, über die 2021 eine Arbeit veröffentlicht wurde. Etwa 100 Quasi-Kristallformen identifizierte man bisher, aber die meisten Materialien mit Quasi-Kristalleigenschaften wurden in Laboren erzeugt oder in den Trümmern nach einer Atomexplosion entdeckt, die man von Menschenhand und unter extremen Bedingungen herstellte. Sie erwiesen sich als nutzbar und finden sich heute in antihaft beschichteten Bratpfannen, chirurgischen Klingen und Wärmeisolierungen. Coole Entdeckung, oder? Aber auch hier sind die Quasi-Kristalle unter außergewöhnlichen Umständen und in Laborumgebung entstanden. So etwas kann doch nicht wirklich in der Natur existieren, oder? Es war reine Theorie, die man in einem Labor bewies und erschuf, aber niemals in natürlicher Umgebung fand. Wieder dachten die Wissenschaftler, sie seien schlauer.
bis eine Entdeckung alles auf den Kopf stellte. Na gut, einige Forscher hofften, einen natürlichen Quasi-Kristall zu finden, aber die Hoffnung war gering. Du ahnst es vielleicht. Das alles bringt uns zurück zum Kathyrka-Meteoriten. Meteoriten sind schon cool. Hast du mal einen angefasst? Eine Wahnsinnsvorstellung, dass dieses Stück Metall aus dem Weltraum kam und auf die Erde geschleudert wurde und einschlug. Einen großen Einschlag gab es vor 66 Millionen Jahren, als ein massiver Asteroid in der Nähe der mexikanischen Halbinsel Yucatan einschlug. Es war ein verheerendes Ereignis, bei dem die Dinosaurier zusammen mit 75% der restlichen weltweiten Fauna ausstarben. Angsteinflößend, wenn man bedenkt, dass immer noch viele Asteroiden im Weltraum herumschweben. Einer von ihnen könnte jederzeit in die Nähe der Erde kommen. Und wenn ein großer von der Schwerkraft angezogen wird, sind wir alle dem Untergang geweiht. Glücklicherweise sind die meisten nicht so groß und wenn sie heruntersausen, fallen sie oft ins Meer oder auf abgelegenes Land. Auch wenn es nicht so aussieht, wenn man über den Times Square in New York spaziert, gibt es immer noch Orte, an denen kaum Menschen leben und die Natur vorherrscht. Eine dieser Regionen ist das riesige Ostsibirien. Im Ernst, wäre dieses Land unabhängig, wäre es das siebtgrößte Land der Welt. Aber obwohl es etwa 77% des russischen Territoriums umfasst, leben dort nur 23% der Menschen. Kein Wunder, denn im Winter kann es bis zu minus 70 Grad kalt sein. Es gibt jedoch viele natürliche Ressourcen wie Holz, Diamanten, Gold, Kohle, Pelz, Kupfer und Zinn bis hin zu Erdöl, Erdgas und Uran. Es gibt noch viele Wunder in Ostsibirien. Aber heute bleiben wir beim Kathyrka-Meteoriten. Dieser russische Meteorit befand sich in einer staubigen Kiste im Naturkundemuseum in Florenz. Von dort aus gelangte es zu einem internationalen Forscherteam aus den USA und Italien, das hoffnungsvoll nach natürlich vorkommenden Quasikristallen suchte. Unter der Leitung des Physikers Paul Steinhardt hatten sie Mineraliendatenbanken, Forschungsmaterialien und Museen und Privatsammlungen durchforstet und nach Proben gesucht, die bestimmte Metallkombinationen enthielten, darunter auch Aluminium, das häufig in synthetischen Quasikristallen vorkommt. Während ihrer Suche kontaktierte sie der Mineraloge Luca Bindi vom Naturhistorischen Museum in Florenz und gewährte ihnen einen Blick in seine Sammlung. Einige seiner Proben enthielten das seltene Mineral Kathyrkit, das aus Kupfer und Aluminium besteht. Dieses wurde in einer Kiste als Teil einer Sammlung von 10.000 Mineralien aufbewahrt, die das Museum von einem privaten Sammler in Amsterdam erworben hatte. Dieser hatte es aus einem sowjetischen Regierungslabor, wohin es ein russischer Mineraloge brachte, der das Gestein 1979 aus einer dicken blaugrünen Tonschicht in einem Bachbett im Korjak-Gebirge ausgegraben hatte. Diese Reise ist umwerfend und die Proben landeten schließlich in den Händen dieser Forscher. Doch das war trotzdem nur ein kleiner Teil der Gesteinsreise, wie wir bald sehen werden. Die Forscher waren begeistert und machten sich an die Arbeit. Es dauerte mehrere Jahre, aber nach einer akribischen Analyse der Meteoritenkristalle unter Anwendung der ausgefallenen Transmissionselektronenmikroskopie-Technik hatten Paul Steinhardt und sein Team den Heiligen Gral gefunden, beziehungsweise drei Heilige Grale. Denn der Kathyrka-Meteorit enthielt drei Quasikristalle, die noch nie in natürlichem Material gefunden wurden. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse 2011 und es schlug ein wie eine Bombe oder wie ein Meteorit. Die ersten beiden Quasikristalle wurden schon mal im Labor hergestellt, aber den dritten hatte noch niemand je gesehen. Und es war das erste Mal überhaupt, dass Wissenschaftler einen natürlich vorkommenden Quasikristall fanden. Das Unmögliche wurde bewiesen, nämlich, dass die Natur uns immer verblüfft. Für die Wissenschaft war dies eine monumentale Entdeckung.
und weitere Studien wurden durchgeführt. Forscher fanden an der ursprünglichen Fundstelle weitere Stücke desselben Meteoriten, von denen einige ebenfalls Quasi-Kristalle enthielten. Nun stellte sich die Frage, unter welchen Umständen diese entstanden waren, was sie hervorgebracht hatte, wann und wo es passiert war. So ist das in der Wissenschaft, Fragen über Fragen und man will immer mehr herausfinden. Um Quasikristalle in einem Labor zu erzeugen, manipulierte man die Bedingungen bis zum Äußersten. Also hatten die im Meteoriten enthaltenen wahrscheinlich auch ein massives Ereignis erlebt, um sich so seltsam zu formen. Doch anscheinend passierte das unter extraterrestrischen oder astrophysikalischen Bedingungen. Das ist ein bisschen enttäuschend, da es bedeutet, dass wir sie nur in Meteoriten oder außerhalb unseres Planeten finden können. Die Bedingungen auf der Erde sind nicht extrem genug, außer wenn wir eine Atombombe zünden. Die Forscher glaubten, dass die ungewöhnliche Form durch die Kollision zweier Asteroiden verursacht wurde. Ein solcher Einschlag hätte genug Hitze, Geschwindigkeit und Reibung für diese einzigartige Form erzeugt. Am erstaunlichsten war, dass sich diese Quasikristalle schon vor vielen Jahren geformt hatten. Vor wirklich vielen Jahren. Angeblich seien sie viel älter als die Erde und sogar so alt wie das Universum selbst, etwa 4,5 Milliarden Jahre. Dass sie sich vor so langer Zeit gebildet, ihre Form behalten und einen Meteoriteneinschlag überlebt haben, bedeutet, dass sie einer der grundlegenden Bausteine unseres Universums sind. Sie zu erforschen, führt uns zum Beginn aller Zeit und macht uns bewusst, wie wenig wir über Raum, Zeit und alles dazwischen wissen. Wer weiß, was wir in der Zukunft noch alles entdecken werden und welche Vorstellungen von Naturgesetzen sich noch als völlig unsinnig herausstellen werden. Hast du Interesse an wissenschaftlichen Entdeckungen? Dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast, sagt wohl genug. Und ich freue mich, dass du noch da bist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.